Wir sind mitten in der wichtigen Quartalssaison und gestern haben drei Riesen aus dem Tech-Bereich schon Quartalszahlen gemeldet, allem voran Alphabet und auch Microsoft und auch Visa schauen wir uns heute an. Wie sind die Zahlen ausgefallen? Wie sieht vor allem der Ausblick aus und wie haben die Aktien reagiert und was kann das auch für die Zukunft bedeuten? Wir sehen, diese Woche ist noch einiges dran, dazu später noch mehr. Beginnen wir direkt mal mit der Aktie von Google bzw. der Google-Mutter Alphabet und wir sehen hier, dass im gestrigen Handelsverlauf nachbörslich, wo die Quartalszahlen eben gemeldet worden sind, die Aktie mit der Meldung der Quartalszahlen in der Spitze hochgegangen sind um 5%. Dann sogar noch im weitere zwei, drei Stunden später das Ganze bis auf 6% hochgegangen ist und dann hat man sich so ein bisschen wieder abgekühlt. Inzwischen sind wir im vorbörslichen Handel und auch die Aktie steht immer noch im Positiven, ungefähr ja von diesem Punkt aus 4% vom Tagesschlusskurs gestern aktuell bei plus 3,8%. Also Alphabet hat auf jeden Fall schon mal die Anleger nach oben überrascht und das ist in diesem Umfeld natürlich sehr, sehr wichtig. Wie sehen die Zahlen denn genau aus? Und das habe ich euch hier mal eingeblendet oder beziehungsweise das ist der Bericht, der gestern eben released worden ist. Was sehen wir hier ganz genau? Wir sehen Revenue, also die Umsätze, die waren im Jahr 2021 noch bei ungefähr 61,88 Milliarden US-Dollar, jetzt in 2022 bei 69,69. Ja, das ist viel, das ist wirklich year over year eine Wachstumsrate von 13%, aber auf der anderen Seite erwartet man das auch. Ja, das ist bei diesen Wachstumsunternehmen, ja, oder beziehungsweise bei den Value- und Wachstumsunternehmen durchaus eingepreist. Also Alphabet muss auch solche Zahlen hier melden. Insgesamt sehen wir nämlich, dass nicht auf der Umsatzseite oder beziehungsweise die Umsatzseite sieht noch relativ gut aus, die Income-Seite, also der Gewinn wirklich, der übrig geblieben ist, der ist hier zurückgegangen. Ja, man mag es kaum glauben, aber es ist so, Alphabet hatte sehr, sehr gute Jahre hinter sich, beziehungsweise hat ein sehr, sehr gutes Jahr in 2021 hier hinter sich und wir sehen hier, dass das Net Income letztes Jahr noch bei 18,5 Milliarden lag, jetzt ungefähr nur noch bei 16 Milliarden. Und das heißt auch, dass pro Aktie der Gewinn von 1,36 auf 1,21 zurückgegangen ist. Das war wiederum eine Enttäuschung, denn die ursprüngliche Schätzung an der Wall Street liegt bei oder lag bei 1,27 Dollar, herausgekommen sind 1,21 Dollar. Trotzdem sehen wir hier eine positive Reaktion und das ist vor allem dem Ausblick geschuldet. Denn zum einen sagt man eben, der starke Dollar belastet oder hat eben belastet, das sieht man jetzt in Zukunft eben ein bisschen entspannter und auf der anderen Seite ja, sind auch viele Punkte in diesem Earnings-Bericht positiv gewesen, was die Kostenseite angeht. Also man hat mit mehr Kosten auf der Kostenseite eben bei den Ausgaben damit gerechnet, als letztendlich angefallen sind und das stimmt eben die Anleger sehr, sehr positiv, obwohl eben der Gewinnrückgang pro Aktie hier auch unterhalb der Schätzungen liegt. Und deswegen, wie gesagt, die Google-Aktie letztendlich oder die Alphabet-Aktie letztendlich positiv aus dem Handel rausgegangen gestern und im vorbörslichen Handel entsprechend schon gut gestimmt für heute. Kommen wir zum nächsten Unternehmen und da schauen wir uns Microsoft an. Und Microsoft, die haben zuerst ein bisschen anders reagiert. Also mit Meldung der Quartalszahlen ging es hier erst runter um ungefähr 3,3%. Aber mit der Zeit hat die Aktie den Weg wieder nach oben gefunden, war also zwischenzeitlich hier 6% im Plus. Aktuell, hier seht ihr das Ganze, 3,5% vorbörslich. Also ähnlich wie eben die Google-Mutter Alphabet sieht es bei Microsoft hier relativ gut aus. Wir werden heute positiv in den Handel starten. Und wie sieht es hier aus? Ich mache euch auch hier mal eine Übersicht auf. Auch hier, natürlich, Microsoft hat den Umsatz natürlich erhöht im Vergleich zum letzten Jahr, nämlich um 12% auf insgesamt 51,9 Milliarden. Ich schaue mal kurz hier rüber. Ursprünglich geschätzt von der Wall Street waren 82,87 Milliarden. Also auch hier ist man leicht, was den Umsatz angeht, den Erwartungen bezüglich der Erwartungen ist man ein bisschen zurückgeblieben. Die Earnings per Share ist ähnlich. Ja, wir sehen hier unten, wir haben ein Earnings per Share, also ein Gewinn pro Aktie von 2,23 Dollar. Die Schätzungen beliefen sich auf 2,28 und die Flüsterschätzungen waren sogar bei 2,37. Also auch hier hat man eher, naja, ich sag mal, fast die Erwartung getroffen, leicht verfehlt, würde man sagen. Auch hier gleiche Begründung zu dem, was das Management hier auch gesagt hat in dem Earnings Call. Währungseffekte belasten hier
Man sieht aber in Zukunft letztendlich das Ganze sehr, sehr positiv und das hat, denke ich, dann auch die Anleger beflügelt, dass hier dann doch Kaufkraft reingekommen ist. Man hat außerdem Deals auf der Cloud-Seite mit Azure, mit großen Kunden auf Rekordniveau abgeschlossen, was natürlich sich in den Zahlen niederschlagen wird in Zukunft und auch im nächsten Quartal. So, und das nächste Unternehmen, was eben Earnings hatte, war, wie gerade schon gesagt, die Visa-Aktie. Und Visa, da haben wir ein umgekehrtes Spiel zu Microsoft. Die ist erst ordentlich nach oben gegangen, 2,9%. Jetzt sehen wir aber, dass sie vorbörslich hier bei minus 0,4% steht. Und ich sehe gerade, mein Bild ist ja davor hier auf der rechten unteren Ecke. Ist egal, ich kann es euch sagen, minus 0,4%. Das heißt, mehr oder weniger hat die Visa kurz sich erschüttert, nach oben, dann wieder nach unten, das Ganze wieder abverkauft und letztendlich ist nichts passiert. Das heißt, Visa wird voraussichtlich sehr, sehr neutral in den Handel heute starten. Wie sieht es bei Visa aus? Auch hier der entsprechende Bericht. Wir sehen das Net Revenue, also die Umsätze auf 7,3 Milliarden US-Dollar. Das ist eine Änderung zum Vorjahr von 19% Steigerung. Also unglaublich, wie man hier den Umsatz letztendlich steigert. Visa hat seit Jahren extrem gute, konstante Wachstumsraten. Das ist wirklich sehr, sehr positiv. Und auch wenn wir natürlich die Income-Seite uns ansehen, wir sehen auch die Earnings per Shares, die um 33% zum Vorjahresniveau letztendlich gestiegen sind. Überall in allen Bereichen ist man hier stark gewachsen, auch in diesem Quartal. Aber nützt alles nichts, was wurde denn erwartet? Letztendlich hatte man eben 1,74 erwartet und die Flüsterschätzung lagen bei 1,80 und die Earnings per Shares letztendlich gemeldet wurden bei 1,98. Also hier ganz klar EPS-Überraschung nach oben. Auch im Umsatz wurde man mit diesen 7,3 Milliarden leicht ins Positive überrascht. Angenommen hatte man oder eingepreist waren 7,06 Milliarden. Ja, man sagt bei Visa, die Inflation erschwert das Ganze, aber man schafft es eben, sehr solide Zahlen hier auf den Tisch zu legen, trotz eben der Zurückhaltung von vielen Konsumenten wegen eben der Inflation, wegen den großen Unsicherheiten auf der Welt. Man sieht insgesamt eine schwierige wirtschaftliche Lage, aber man ist sehr, sehr optimistisch, dass diese Zahlen, die hier auch gemeldet werden, letztendlich sich auch vom Wachstum fortpflanzen können. Aber hier der Ausblick vielleicht ein bisschen mäßiger und das ist meine Erklärung dafür, warum die Visa-Aktie hier an der Stelle nicht so gut wegkommt wie beispielsweise Alphabet oder auch Microsoft. Aber nichtsdestotrotz insgesamt muss man sagen, auch für den Gesamtmarkt, ein starkes Zeichen. Wir haben hier solide Zahlen von sehr, sehr großen Marktkapitalisierungen. Das wird den Markt stützen. Und jetzt wird es natürlich sehr, sehr interessant werden, was denn sonst noch fällt. Ich gehe mal hier kurz in unsere Facebook-Gruppe. Da sehen wir ja die Übersicht. Da kommt natürlich heute Abend noch Facebook, Meta, die eben in den letzten Earnings relativ enttäuscht haben. Da werden wir ganz genau hinschauen. Und natürlich haben wir hier Apple und Amazon dann am Donnerstag nach Börsenschluss. Also es wird sehr, sehr interessant, da auf jeden Fall hinschauen. Wir schauen mal ganz kurz. Heute vor Börseneröffnung meldet noch Shopify-Zahlen. Mal gucken, ob die Zahlen schon da sind. Ja, die scheinen da zu sein. Wir blicken jetzt nicht auf die Zahlen, aber wir sehen, wow, also Shopify gestern um minus 14% schon im Handelsverlauf nach unten abgestraft worden. Also man hatte wahrscheinlich schon einiges befürchtet, aber letztendlich wurden die Befürchtungen mehr als bestätigt oder vielleicht noch übertroffen nach unten. Im vorbörslichen Handel steht die Aktie bei minus 6%. Ihr seht hier, wie das hier im Minutenchart letztendlich nach unten gegangen ist. Das ist kein so gutes Zeichen für die Online-Shopping-Welt hier bei Shopify. Ohnehin Shopify natürlich auch insgesamt extrem nach unten gekommen. Wir sehen jetzt insgesamt einen Drawdown, wenn ich mal wirklich auf diesen vorbörslichen Kurs gehe, von 83% im Minus. Also wirklich Wahnsinn. Und ja, leider ist es so, dass trotz des günstigen Preises könnte man meinen, hier bei Shopify die Earnings nicht dazu geführt haben, dass dieser Preis gerechtfertigt ist und die Anleger strafen weiter ab. Also sehr, sehr interessant, aber Shopify, muss ich dazu sagen, macht nicht gerade die größte Marktkapitalisierung aus. Für den Gesamtmarkt ist es viel wichtiger, was Microsoft und Alphabet und Visa beispielsweise macht und das sieht erstmal positiv aus. Also schauen wir mal, was sonst so läuft. Es kommt auf jeden Fall noch ein Video zu mindestens den Apple und auch den Amazon-Zahlen. Alles Gute, euer Sebastian Legrand.